Dialog aller gesellschaftlichen Gruppen ein. Wir wenden uns dabei gegen jede Form der Zensur in digitalen oder analogen Medien und die zunehmende mediale Hetze gegen Andersdenkende. Ich möchte an dieser Stelle kurz Sarah Wagenknecht zitieren, die hat das, finde ich, sehr passend auf den Punkt gebracht. Man muss aufhören, Debatten zu moralisieren oder bewusst darauf auszurichten, Leute niederzumachen. Danke dafür. Und zu guter Letzt, aber wirklich unumstößlich, fordern wir eine transparente, interdisziplinäre und unabhängige Aufarbeitung des Corona-Krisenmanagements. Sämtliche Interessenskonflikte müssen aufgedeckt werden. Lasst uns friedlich zusammen vernünftig sein. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, hier in Berlin, weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 oh. Wir hören uns kaum noch wirklich zu. Doch nur ein falsches Wort und man passt in die Schublade rein. Scheuklappen auf, lass mich in Ruhe. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Die Wahrheit sprechen, doch nur im eigenen Haus. Bei bestimmten Themen halten wir uns lieber raus. Oh, wann hören wir auf, alles persönlich zu nehmen? Wann fangen wir an, unsere Vielfalt wieder als Stärke zu sehen? Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann.
wir diese Pause überbrückt haben. Dankeschön. Ich muss sagen, ich glaube, wir alle vom Orga-Team sind überwältigt, wie viele Menschen heute hier gekommen sind. Bei der ersten Demo, wo Giovanna nicht da war, haben wir ehrlich gesagt gedacht, wir können wieder nach Hause gehen, es bringt nichts. Aber Berlin ist aufgewacht. Endlich. Danke. Pflegemenschen, Krankenschwestern, wir haben auch hier auf der Demo Feuerwehrmänner. Ihr habt sie vielleicht gesehen, sie stehen da hinten, wir können uns alle mal umdrehen, weil da hinten ist viel Platz. Sie winken mit ihren Helmen auf die Feuerwehr, ist von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen, wie auch die Polizei davon betroffen ist. Sie haben einen offenen Brief geschrieben, die Feuerwehrleute, und wir haben... Achso, Tina Maria wird ihn verlesen und etwas dazu sagen. Komm, Tina. Okay, hallo ihr Lieben, auch nochmal von meiner Seite. Ich lasse die Trommeln durch. Ich will erstmal wissen, könnt ihr mich auch alle gut hören? Yeah! Seid ihr auch alle noch gut drauf? Und jetzt die wirklich wichtige Frage. Seid ihr auch alle friedlich? Ja, das wart ihr. Vielen Dank von unserer Seite. An der Stelle kann man schon mal sagen, danke, dass ihr das alle so gut mitmacht. Und ja, jetzt geht es um die Feuerwehr. Denn auch dort wurden über die letzten Monate ein paar stutzig. Haben sich über ihre eigenen Erfahrungen aus dem Alltag ausgetauscht und sich zusammengeschlossen. Oh, warte mal, ein bisschen voll machen. Sie haben zum Beispiel intern mal eine Umfrage gestartet zum Thema Impfnebenwirkungen. Unter den Befragten kam zum Beispiel Folgendes heraus. Knapp 50% haben den Eindruck, dass die Zahlen der Herzerkrankungen steigen. 32% haben den Eindruck, dass es mehr Schlaganfälle gibt. 45% haben den Eindruck, dass mehr jüngere Patienten an Herzbeschwerden und Schlaganfällen leiden. Und 60% sind der Meinung, dass Impfnebenwirkungen nicht oder nur sehr ungern erfasst und benannt werden. Das ist der Eindruck aus dem Alltag, aus Leitstelle und des Rettungsdienstes. Und zum Thema Schlaganfälle hat sich jemand aus der Leitstelle mal hingesetzt und hat mal Zahlen aus deren internen System herausgezogen. Verglichen wurden die Monate September, Oktober und November von den Jahren 2017 bis 2021. In den Jahren 2017 bis 2020 gab es im Durchschnitt alleine nur in Berlin 750 gemeldete Schlaganfälle im Monat. Im Jahr 2021 sind es im Durchschnitt schon 850 gemeldete Fälle gewesen. Das sind also 13% mehr Schlaganfälle. Und diese tapferen Leute von der Feuerwehr wollten nicht länger schweigen und haben Wege gesucht. Zum einen gehen sie mittlerweile auf Demonstrationen. Ihr vorne, dreht euch alle um. Dort hinten stehen sie.